1. Wir sind heute hier, um an Sie zu appellieren. In 2 Tagen wird im Parlament eine Entscheidung gefällt über unser neues Tierversuchsgesetz. Und es gibt zwar eine Regierungsvorlage, aber es gibt auch einen Nachbesserungsbedarf. Und die Opposition wird zu diesem Tierversuchsgesetz Abänderungsanträge stellen. Und es wird darauf ankommen, wie die Abgeordneten der SPÖ darauf reagieren. Sie können einfach zustimmen und damit eine Verbesserung des Tierversuchsgesetzes zulassen. Sie können sich aber auch Ihrer Stimme enthalten und dadurch erlauben, dass sich eine Verbesserung, eine Nachbesserung des Tierversuchsgesetzes umsetzen lässt. Das sind Möglichkeiten, die die Demokratie vorsieht. Und Ihre Verantwortung als Regierungspartei, als Partei, die den Bundeskanzler stellt, ist es, auf die Mehrheit der Bevölkerung zu hören. Und die Mehrheit der Bevölkerung will diese Nachbesserungen im Tierversuchsgesetz. Es ist richtig, dass Sie sich für die Tiere, für den Tierschutz eingesetzt haben in dieser Frage. Aber der Kompromiss, den Sie mit der ÖVP ausgehandelt haben, der reicht noch nicht, der bedarf noch einer Nachbesserung. Deswegen sind wir heute hier, um an Sie zu appellieren, diese Entscheidung zuzulassen, das Tierversuchsgesetz verbessern zu lassen, am Donnerstag, den 6. Dezember im Parlament. Die Versuchstierombudschaft wird nur eine halbe Sache nach Ihrem Regierungsvorschlag. Es wird nur den Tierschutzombudspersonen erlaubt werden, die Information einzusehen über die Kontrollen von Tierversuchseinrichtungen. Es wird aber keine Verteilstellung geben und die Genehmigungsverfahren für Tierversuche werden gar nicht tangiert. Eine Versuchstierombudschaft, die sich für die Versuchstiere stark machen kann, wie die Tierschutzombudschaften für alle anderen Tiere in Österreich. Eine solche Ombudschaft braucht Parteienstellung. Parteienstellung in allen Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren nach dem Tierversuchsgesetz. Daher stehen wir hier und appellieren an Sie, diese Erweiterung, diese Nachbesserung des Tierversuchsgesetzes zuzulassen. Und nach Ihrem Regierungsvorschlag gibt es auch noch die Möglichkeit, Tierversuche durchzuführen, die schweres Leid verursachen, das lange anhält und nicht gelindert werden kann, das maximale Leid. Und ein solches Leid ist sowohl wissenschaftlich unsinnig als auch ethisch unvertretbar. Wir appellieren daher an Sie, diese Ausnahme für solche Tierversuche mit maximalem Leid aufzugeben und ein Verbot zuzulassen, wie das in verschiedenen Abänderungsanträgen voraussichtlich beantragt wird. Sie brauchen nur zuzustimmen, Sie brauchen sich nicht nur Ihrer Stimme zu enthalten, würde schon reichen. Und wir hätten in Österreich ein Verbot solcher Tierversuche mit maximalem Leid. Ein Verbot, das die große Mehrheit der Menschen in Österreich will. Daher appellieren wir an Sie und an Ihre Abgeordneten im Parlament, am kommenden Donnerstag für den Tierschutz zu stimmen und die Nachbesserungen im Tierversuchsgesetz zuzulassen, auch wenn die Vorlage eine Regierungsvorlage ist. Ist Tierschutz wichtiger oder Koalitionsraison? Man kann auch in einer Koalition anderer Meinung sein, solange man konstruktiv ein Gesetz umsetzt, wie das die Mehrheit der Bevölkerung will. Wir sind daher heute hier, um an Sie zu appellieren, kommenden Donnerstag in 2 Tagen den Tierschutz nicht zu vergessen, sicherzustellen, wie Sie sagen, dass Tierschutz für Sie wichtig ist und kein Lippenbekenntnis und dass Sie nicht einer Nachbesserung des Tierversuchsgesetzes im Wege stehen. Ja, wir sind hier auf der Löwelstraße in Wien. Das ist die SPÖ-Bundeszentrale. Davor haben sich TierschützerInnen versammelt, um eine Mahnwache abzuhalten. Und zwar in der Hinsicht, dass die SPÖ gemahnt werden soll, an Tierschutz zu denken, an die Mehrheit in der Bevölkerung zu denken und bei der kommenden Abstimmung im Parlament
sich entsprechend tierfreundlich zu verhalten. Dabei geht es ums Tierversuchsgesetz. Wir haben jetzt eine Megafonrede gehört und haben jetzt auch den Martin Balluch hier vor der Kamera. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, die Hintergründe zu der Bemühungen jetzt speziell an die SPÖ. Bisher hat sich ja die Kritik eigentlich in erster Linie gegen die ÖVP gerichtet. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist schon richtig, und ich habe das aus der ersten Reihe sozusagen beobachten dürfen, dass die SPÖ sich tatsächlich für den Tierschutz stark gemacht hat in dieser Frage des Tierversuchsgesetzes. Wir haben, es gab ja eine Reihe von Entwürfen, 5 insgesamt, und die SPÖ hat sich da tatsächlich eingesetzt. Es gab dann halt Verhandlungen am Schluss, nie unter Einbeziehung der Opposition, muss man sagen, aber Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP, und tatsächlich kam dann ein Kompromiss zustande, der halt noch sehr, sehr schwach ist und einer Nachbesserung bedarf. Auch in der Hinsicht, dass die SPÖ bei verschiedenen Veranstaltungen mehr versprochen hat, auch gesagt hat, dass sie sich für mehr einsetzen wird als das, was letztendlich herausgekommen ist. Eine Versuchstierombudschaft zum Beispiel nur als halbe Sache. Daher sind wir heute hier, um an die SPÖ zu appellieren. Bei der ÖVP ist sozusagen in dieser Hinsicht sowieso Hopfen und Malz verloren. Wir werden natürlich den Schwerpunkt auch in Zukunft in Tierversuchsfragen gegen die ÖVP richten, weil die eindeutig der Stolperstein in der ganzen Sache sind. Aber die SPÖ ist momentan das Zünglein an der Waage, wenn man so will. Wir haben eine Opposition, die an sich stärker wäre als die Stimmen der ÖVP. Am Donnerstag in 2 Tagen wird das im Parlament entschieden. Das heißt, wenn sich die SPÖ heraushalten würde, dann käme es zu einer Mehrheit, und die Opposition scheint mehr oder weniger einig. Es gibt zwar ein paar Punkte, wo man sich nicht so ganz einig ist. Die FPÖ scheint gegen eine Erweiterung der rückblickenden Bewertung für alle Tierversuche zu sein und irgendwelche Punkte, die ja da zu weit gehen. Aber grundsätzlich gibt es in wesentlichen Fragen, und das sind eigentlich nur wenige und die beziehen sich nur auf die Kontrollen, eine Einigung der Opposition. Das heißt, man könnte die ÖVP überstimmen. Es kommt nur darauf an, dass die SPÖ nicht mit der ÖVP stimmt gegen den Tierschutz. Die SPÖ hat immer wieder davon gesprochen und sich tatsächlich auch historisch immer wieder für den Tierschutz stark gemacht, insbesondere in der Opposition. Und insofern sollten sie jetzt Farbe bekennen, zeigen, dass Tierschutz für sie kein Lippenbekenntnis ist und dass sie hier am Donnerstag in dem Parlament da hinten für den Tierschutz stimmen. Eine leichte Nachbesserung, strengere Kontrollen, das wäre alles, was wir fordern. Das ist nicht einmal eine Tierschutzforderung, sozusagen Minimalforderung, die man an ein vernünftiges Tierversuchsgesetz stellen kann. Ja, vielen Dank für das Interview und für die Informationen. Wir sind jetzt von der Löwelstraße hinüber zum Ring gegangen. Hier ist eben auch ein Käfig aufgebaut mit Transparenten und hier wird auch geflyert an die Passantinnen, sozusagen an der Stelle unmittelbar in der Nähe der SPÖ-Bundeszentrale, an der das meiste Verkehrsaufkommen, die meisten Passantinnen sind. Ja, das war unser heutiger Beitrag. Es bleibt spannend. Am Donnerstag fällt die endgültige Entscheidung im Parlament in Wien.